und beendet. Mhm. Nein. Theoretisch. Also bei mir schon. Also ich bin theoretisch noch da. Jetzt ist er wieder da, ja. Der hat auch. Bei mir war die Verbindung auch unterbrochen. Ich gehe kaputt, ich habe einen Fatal-Error. Wie, du hast Fatal-Error? Das hört sich nicht gut an, das ist keine gute... Das kann aber jetzt eigentlich nicht sein. Ich denke, du hast deinen alten PC. Ja, aber ich hoffe, das liegt am Internet. Ja, glaube ich auch. Weil, also ich kann spielen. Ja, ich bin gleich auch wieder drin. Bei mir wurde nämlich gerade irgendwie alles beendet, ich weiß auch nicht. Ich sehe gerade, Pran ist im Spiel beigetreten. Gucken, was ist das denn? Bei Discord habe ich gerade hier, dass du jetzt bei Twitch live bist, bekommen. Ja, man kommt wieder nach. Komisch. Ja, dann hat Twitch einen Schluck aufgehabt, weil der hat mir hier gar nichts angezeigt. Bei mir hat das... Ich hatte keine Aussetzer, der hat mir auch kein Dings gezeigt. Komisch. Also bis jetzt sehe ich nur, dass Pran eingetreten ist, aber ich muss mal was essen. Ich habe einen Black Scream. Also ich würde auch diese Speichern, was alle 15 Minuten kommt, auf 5 Minuten machen. Okay. Schnell speichern. Ja, ist vielleicht besser. Vorsichtshalber, weil ich habe das gestern in einem Stream gesehen, die haben zusammengespielt, das ist bei jedem Mal Spiel abgeschmiert. Und wenn du da 15 Minuten nochmal spielen musst, ist es schwer. Ja. Fallen gelassene Nahrungsmittel möchte ich nicht verderben lassen, dann kann man die nämlich als Deko benutzen. Das ist aber jetzt nicht das, was wir gesucht haben. Gebäudelimit. Da wollen wir so viel, wie das notfalls geht. Steuern bleibt alles. Das wollen wir nicht. Giftung. Das ist schon mal okay. Ich suche gerade noch, wo ich das einstelle nochmal. Gameplay, ne? Da. Halt. Auf 5 Minuten, ne? Versuch mal wieder reinzukommen. Ich hab's dann auf 5 Minuten geändert. Oh, die Pferdchen. Wobei, die Esel waren einfach noch süßer. Nein, wenn ich. Oh, das Schwarze. Oh, ist das niedlich. Knuddelig. Oder Esel. Also den Esel sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich hatte ja, beim ersten Spielstand hatte ich ja eine Pferdezucht und im zweiten Spielstand hatte ich ja die Esel. Die waren ja noch viel knuffiger. Und die haben jetzt keine Esel hier, die haben nur Pferde. Nee, die Esel sind, glaube ich, woanders. Die haben ja Heuhaufen da stehen. Wie geil ist das denn? Wisst ihr noch, wie mühsam ich die Pferdeboxen mit Stroh ausgelegt habe? Wisst ihr noch? Damit die nicht auf dem plackigen Boden schlafen müssen. Ich glaube, ich habe sogar noch Bilder davon. Screens. Ich muss... Ja, Brennholz brauche ich nicht, aber trinken müsste ich bei Gelegenheit. Ja, und während ich auf euch warte, suche ich mal Wasser für mich. Wartest du auf uns? Ich weiß dich nicht. Ich meine, ich renne ja nicht weg. Aber na, weggerannt. Geht ruhig mal, weil ich habe einen Black Scream, ich komme überhaupt nicht rein. Notfalls ganz. Mein erstes Einloggen ins Spiel ist auch gescheitert. Notfalls ganz auslassen und nochmal versuchen. Das ist schon das zweite Mal gewesen. Ich bin wieder drin, ich weiß, ich hab Glück gehabt. Oh, hier sind Kühe, okay. So, also ich bin nur aus dem Tor raus und ans Wasser, also ich bin nicht weggelaufen. Da, wo die schönen Gärten waren, die wir im Dunkeln nicht so gesehen haben.
Da ist Ich laufe einmal ums Dorf. Ich bin auch noch in der Nähe des Dorfes. Ich laufe einmal ums Dorf rum. Wir sind da, wo wir eben auch draußen waren. Hier sind die Elka? Ja. Kannst du auch Spieler einladen? Oder können wir nur beitreten? Ich habe nur was mit Beitreten gesehen. Ja, ich glaube. Nee, ich kann da nichts tun. Aha. Hm? Ach, ich habe hier eine Dorfbewohnerin angequatscht. Die ist 14. Das sieht man ja manchmal meistens erst. Das Alter sieht man meistens erst, wenn man die Leute anquatscht. Ich habe gefragt, wie es ihr geht, und sie sagt, ich fange an, davon zu träumen, entführt oder verschleppt zu werden. Mein Bruder ist seit neuestem besessen vom Steine sammeln. Schön, abgesehen davon, dass damit die meiste Arbeit zu Hause jetzt an mir hängen bleibt. Also sie will hier weg und sie muss alles alleine tun. Verstehe ich. Kann ich dir helfen? Und sie, ja, wenn du einen Prinz auf einem weißen Pferd triffst, sag ihm, wo er mich findet. Ich bin bereit, entführt zu werden. Bis dahin, lass mich in Frieden. Ich bin erschöpft. Ich bin bereit, entführt zu werden. Von einem Prinzen auf einem weißen Pferd. Ja, wie gesagt, das dann Mädel weiß, die weiß gar nicht, was ihr dann bevorsteht, das arme Ding. Ja, also Prinz wird sie zumindest ordentlich einkleiden, wird er gut zu essen geben. Vielleicht. Sie ist nur ein Bauernmarkt. Ja. Knack, knack, knack. Ich warte hier auf euch, Kinders. Ja, mein zweites Reinkommen ist auch gescheit. Und ruft jetzt ein drittes Mal. Fängt ja gut an. Ja. Yep. Weiß nicht, wie es bei Lindra so ausschaut. Ja, momentan nicht gut. Wie kommt das Küken hier auf das Fass drauf? Schaut mal. Hochgeflattert. Ein Küken. Mit seinen winzigen ich Ärmchen. Ich will haben. Küken können nicht fliegen. Ich will in meine Hosentasche stecken. Küken können nicht fliegen. Knack, knack, knack. Das ist niedlich. Ja, ist es niedlich, aber wie kommt das da hoch? Wie niedlich. Sind nur 23? Ja. Was kostet denn da eine richtige Gans? Warte. 105. Also eine Kuh habe ich eben gesehen, kostet 1000, etwas über 1000. Normale Preis. Und die Gänse kosten über 100. Sind nur die Kleinen so billig. Sen sagt mit ja, ganz spannend, viel wenn Preis. Wenn jeder einen Partner hat. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ja. Ich sagte, Sellen meinte gerade, dass das Küken ist mit ganz viel Fleiß da irgendwie hochgekraxelt. Ich kann das, ich so kann das, ich kann das, ich kann das. Noch ein bisschen, ich kann das. Nicht aufgeben. Entschuldigung. Ich habe dann schon mal ein paar Steine und Äschstück zugesammelt. Mir auch. Ist langweilig. Ich weiß immer nicht, wo komm du nicht rein. Ihr habt ja den Code, also es müsste eigentlich gehen. Ja. Ich habe den jetzt auch schon den dritten Mal eingegeben. Habt ihr das mal komplett zugemacht, um dann nochmal. Ich frag ja nur, nicht. Ich frag nur. Bei mir war ja das komplette Spiel abgeschmiert und jetzt habe ich es auch noch so nochmal beendet und Verbindung unterbrochen mit 4-CT. Google mal eben. Mal gucken, was Google sagt. Medieval Dynasty. Ja. Lindressa ist raus. Lindressa ist raus aus dem Discord, ja. Ich auch gerade gesehen. Medieval Dynasty. Wie war denn das? Im Dorf kann man notfalls auch einen Baum fällen, oder? Nee, im Dorf nicht mehr. Ich sehe es gerade blockiert. Alles. Ja, ich sehe es gerade. Ja, muss ja auch nicht. Nee, ist ja in Ordnung. Nur früher ging das halt, deswegen frage ich ja.
Oder habe ich probiert? Da liegen noch ganz viele Stöcke rum. Ist hier ein Vogelhaus? Da ist ein Vogelhaus. Guck mal, hier. Das ist ja auch nett. Ach, das ist die Kneipe. Und da sind Schmetterlinge an den Blumen. Wie geil. Ja, möglich, dass sie neu startet. Da ist ein schwarzes Brett, das ich aber beim besten Willen nicht lesen kann. Das ist viel zu klein. Da müsste ich mit der Nase an den Bildschirm. Oder nichts? Hm? Ach, der Berner. Im Gasthaus angesprochen, aber da kann man eben nichts kaufen. So. Also nicht, dass ich jetzt was kaufen will, ich will nur gucken. Die Wägen, an die erinnere ich mich, die gab es früher auch, wo man sich von Ort zu Ort fahren lassen kann. Hm. Ist wie eine Bus. Aber ganz schön teuer. Ja, das wird immer teurer. Ich sage ja nur, das kenne ich schon, das hat es damals auch schon gegeben. Benutzt habe ich die auch nie. Weil ich habe ja gesunde Füße. Ich glaube, ich habe es einmal gemacht. Ich habe ja gesunde Füße. Reiten konnte ich nicht mehr, da ist mir ja immer schlecht geworden. Aber man hat ja gesunde Füße. Ja, da, also bist du wieder da, dann gucke ich mal, dass ich dich wieder zuppeln kann. Jawohl. Also über diesen Fehler direkt finde ich gar nicht. Ja, super, das ist natürlich klasse. Entschuldigung, kannst du ja nichts zu, aber es ist natürlich, diese ganzen Fehlermeldungen sind echt eine Katastrophe. War da aber drin und Lindressa kommt ja anscheinend auch nicht mehr rein. Ich weiß ja nicht, ob sie den gleichen Fehler hat. Ja, ich fürchte trotzdem, dass es irgendwie in der Internetverbindung liegt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls definitiv nicht am Host, weil Pran ist ja auch drin. Ich bin drin. Du wundert's mich ja. Ja, wundert mich auch. Es muss an was anderem liegen. Aber ich weiß nicht, wie. Fortsetzen, schnell speichern, spielen. Naja, ich habe halt einen Black Screen. Ja, dann solltest du auf jeden Fall den Rechner neu starten. Okay, dann starte ich den Rechner neu. Halt nochmal piepsen, wenn mal du empfehlen. Da bist. Ja. Bis gleich. Na, hier kann ich nichts tun. Hier soll der Süden ausgang. Wenn mir nochmal das kommt, dass ich nicht reinkomme, dann starte ich den Rechner auch mal neu. Dauert dann halt bloß länger. Ja. Gut. Ja, das sind die Startschwierigkeiten. Das es gab aber schon ganz... Der Rechner war so schnell schön hoch. Oh. Es gab aber eine ganze Menge neue Patch schon seit es draußen ist. Ja. Eigentlich sind die... Wobei, ich erinnere mich doch, wir haben früher auch immer wieder mit Käfer zu kämpfen gehabt. Käfer, über die wir uns teilweise echt lustig gemacht haben. Sie einfach nur zum Quietschen waren. Dann macht ihr beiden doch schon mal irgendwas. Irgendwo eine Stelle aussuchen. Ja, können wir machen. Eine Stelle aussuchen, eben bis wir die Karte uns da umgeguckt haben, das dauert ja auch ein bisschen. Und wir können uns ja mal die anderen Dörfer schon mal angucken, mal gucken, wie es da so aussieht und das sind auch teilweise... Ja, das würde ich noch nicht empfehlen. Und ja, wie gesagt, das ist ja... Hä? Guckt euch mal das hier an. Ich sag dazu nichts. Guckt euch das einfach nur mal an. Muss ich nichts sagen, oder? Ich muss nichts sagen, oder? Ist doch nur ein Teich, was. Mhm.
Ich sag nichts, nein, 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 nein. Sonst bin ich Nur wieder ein Teil und die. kein Zufluss. Nein, nein, nein. Ob er der Erste ist? Bitte. Ob es das Erste ist? Ja, wahrscheinlich, weil ich sehe sonst keins. Und wo es hin will, ist die Frage. Und hier ist ein Mond. Nee, da ist noch eins. Ein viel dickeres. Da ist noch eins. Das hat schon ein Köpfchen. Und da ist noch eins. Ich finde wieder komische Sachen. Da ist noch eins, sind drei Stück. Da ist noch ein Mond in die andere Richtung. Das könnte ja fast schon ein Embryo sein. Eine sehr verdächtige Karte. Ja, schon irgendwie. Ja, wo ist er denn? Ich stehe immer Ich noch bin am hier ganz Nordtor, ich allein. stehe am Nordtor. Stehe schon. Ich habe ja schon vor Stunden gesagt, ich bin hier mit dem, wo die ganzen Gärten sind. Wird schon wieder dunkel. Ja, vielleicht Mit sollten dem wir erstmal schlafen Pferdchen. gehen. Und morgen dann aufbrechen. Wenn du mal auf die Karte guckst, wäre das vielleicht eine gute Idee, ich weiß auch nicht. Ja, wir können einfach nur uns umgucken. Wir kennen sie ja noch nicht. Naja, man kann ungefähr schon abschätzen, wo gut sein wird, also an der Nähe vom Fluss. Ich würde sagen, auf einer Seite vom Fluss, vielleicht irgendwo in der großen Schleife oder so. Ich hatte meinen Lieblingsbauplatz bei der anderen Karte. Sowas muss man erstmal wieder finden. Ist immer noch einen schwarzen Bildschirm, komisch. Das ist ja übel. Was macht Das scheint ihr dann aber eher denn? ein, das scheint dann, das scheint dann eher ein Hardware-Problem dann zu sein. Ich weiß es nicht. Die Verbindung von deinem Computer zum Monitor vielleicht mal überprüfen, dass da ein Wackelkontakt ist oder nicht richtig drinsteckt, das Kabel. Also ich kenne mich da auch nicht richtig aus, aber Da ist die Kneipe. Wo waren wir nochmal mit dem Schlafen? Weiß ich gerade auch nicht. Hier waren. Ich weiß, dass wir über den Markt gelaufen sind. Da ist der große Holzhaufen. Zur Not, wenn wir das Haus nicht wiederfinden, gehen wir nach draußen und machen uns dann Feuer. Warte mal. Da ging es nicht rein. Ah, das ist das Lagerhaus. Da haben wir bestimmt nicht geschlafen. Und das müsste hier irgendwo gewesen sein. Macht doch Krach. Ja. Hier sind zwar Betten, aber. Ja. Ja, jetzt bin ich so viel Ecken und Gässchen gelaufen, dass ich garantiert nicht mehr weiß, wo ich bin. Ja, komm, man kommt zum Tor und dann lasst uns rausgehen und draußen Feuer entzünden. Ich finde das Haus auch nicht mehr wieder. Hab da eben nicht so genau drauf geachtet. Ich muss jetzt essen. Ja. Da geht's nicht. Achtung, Flasche am Was Bauch hier. ist das denn? Das ist ja spannend.
Hier ist der Ja, Tisch. bleib ruhig gleich. Hm? Ich bin direkt hinter dir. Sieht ja hier gruselig aus. Von der Mühle des Zahnrad. Wow. Ich nehme mal mein Da ist noch ein Messer. Lager. Lass uns mal hier über die andere Brücke gehen. Damit ich ein bisschen Abstand Bleib zum mal Dorf. bei mir. Wir müssen ja ein bisschen Abstand zum Dorf bekommen. Ja, deswegen sage ich ja, lass uns über die andere Brücke gehen. Hier, das gehört ja noch zum Dorf. Das scheint aber Warte. nicht bewohnt zu sein. Ich probiere mal, ob ich hier ein Feuer machen kann. Warte mal. Die Frage ist, dann könnten wir das da hinten benutzen. Da ist niemand. Doch. Den kann man aber anquatschen. Wie geht das nochmal mit dem Feuer, verdammt ich. Nee. Wissen, irgendwas mit Steinen hat man gebraucht. Q drücken. Ja, Q, bei Q bin ich schon. Ah, ich hab's. Ja, nee, es geht hier nicht. Wir sind noch zu nah. Du kannst das hier nicht platzieren. Dieses Gebiet ist dafür gesperrt, ne? Weil Ja, wir ich zu nah habe am Dorf gesehen, sind, ja. dass es rot ist. Ich glaube, auf der Straße geht's eh nicht. Ja, hier ist es grün. Ja, also. Q drücken, ja genau, Sellen. Q drücken. Hast du eine Fackel? Nee. Hoffentlich bin ich eine. Ich gehe mal Nein, ich Schub habe auch trinken. keine. Und dann die Mädels, die Fackeln. Ja, müssen wir gucken, kann man eine bauen? Kann ich eine Fackel bauen? Warte mal. Ging doch auch relativ einfach. Relativ. Ein Stock habe ich noch und 9 Stroh. Stroh könnten wir hier irgendwo finden. Auf der anderen Seite gab es Stroh. Hier gibt es Da Stroh. gibt es welche. Ich bleibe hier stehen, damit wir das Lagerfeuer hier wiederfinden. Genau, 9 Stroh brauchen wir. Ja, Future Fackeln stellen wir gerade her. Eine zumindest. Hundert Jahre später. Hüpf mal, ich sehe nichts. Links von dir, links von dir. Da ja. Und deswegen sollte ich ja hüpfen, dass ich was sehe. So. Dim, dim, da. Ausrüsten. So, dann eine Fackel. Oh, ich muss das, ja. Nö, das. Sind erstmal das Feuer an dann. Jetzt hat. Ich musste ja schon mal Sehr gucken, gut. wie es geht. Ja. Und ich muss jetzt trinken. Entschuldigung, muss dringend was trinken. Ja, jetzt können wir. Ich muss noch mal ein bisschen essen. Ja, ich auch. Bisschen Trockenfleisch. So. Ja, auch einfache Steinsachen und so können wir herstellen, wenn wir halt schon das Material haben. Fertig? So, jetzt geh du mal zuerst schlafen, dann siehst du wahrscheinlich dann auch wieder dieses Ja. Symbol. Um einen Tag, eine Jahreszeit zu überspringen, müssen die Spieler dieselbe Aktion auswählen, will man nicht. Den Tag überspringen, ja. Genau, okay, dann lege ich mich jetzt auch schlafen. Gut, das war das, was ich jetzt schon mal nicht gesehen habe, wenn er so schnell weg war. So. Ich Und glaube, ich ja, koche nicht, glaube ich. unser Fuel, mein Fleisch mal braten. Gute Nein. Idee. Dresser möchte wieder rein. Uhu. Ja, Moment, ich komme. Sofort. Habe ich das überlesen? Ja, Entschuldigung. So, Okay. Moment.
Wo sind sie denn? Danke für den Hinweis. So, hallo Lindra. Ja, also ich habe es jetzt herausbekommen. Es liegt nicht an mir oder an meinem Rechner oder an den Verbindungen oder irgendetwas. Das kommt da, du hattest einen kurzen Unterbrecher gehabt. Ja. Den haben wir ja auch gesehen und darauf sind wir ja herausgeflogen. Ja. Jetzt stimmt die Koop nicht mehr miteinander. Du müsstest praktischerweise dein Spiel nochmal neu starten und damit das nicht nochmal passiert, müsstest du die Einstellung auf diesen DiveX 12 stellen und wir müssen mit 11 rein. Und dann dürfte das nicht mehr passieren. Hä? Warte, also wir gehen erstmal zum Hauptmenü, müsste ja reichen, ne? Ja. Also gehen wir mal zum Hauptmenü. Ja, Kina, so geht das, wenn man das erste Mal Multiplay immer eigentlich ein Singleplay macht. So. Und wo soll ich das einstellen? Unter Einstellung und dann unter Grafik. Grafik. Das hier stört mich immer noch. Da hast du dann Rendering-Modus, ne? Ja, genau. Eigentlich da steht bei dir DiveX 12, genau, du musst da drinnen bleiben und wir müssen mit 12, also mit 11 rein. Und dann, weil du hast ja gerade auch die Fehlermeldung gesehen von uns dreien. Wir sind ja rausgeflogen. Und das kommt nicht von uns, sondern das kommt von deinem Host. Der hat sich verschluckt und deswegen sind wir beide nicht mehr reingekommen, der Engel und ich. Und der Brian, weiß ich nicht, warum er reingekommen ist. Auf jeden Fall habe ich meine Einstellung auf DiveX 11 schon umgestellt und das sollte dann nicht mehr passieren. Ja, Moment. Ich gehe da nochmal. Also ich muss jetzt nichts mehr verstellen. Nein. Nein. Das ist bei mir richtig. Ne? Ihr müsst dann mit DiveX 11 rein. Okay. Genau. Nein. Also neues Spiel? Nee. Nee, du brauchst jetzt nee, nur nee, ich weiß, Spielladen. Schon gut. Autosave. Was ist der letzte? 11.31 Uhr. Laden. Kopieren. Dann muss ich euch dreien ja wieder eine Nachricht schicken. Also, weiß ich nicht. Ja, ist dasselbe. Okay. Brauche euch nichts schicken, ist dasselbe. Dürfte eigentlich auch immer so bleiben. Hm? Ja, es wird einmal für das Spiel festgelegt. Das wäre auch komisch, wenn man das jetzt mal neu machen müsste. Ja, würde mich nicht wundern, aber... Nee, würde mich auch nicht wundern, aber... Wir haben es geguckt, es ist gleich und dann... Nicht, dass wir dann da stehen und ich muss schon wieder raus, weil... Er hat sich geändert. Egal, danke für die Fehlersuche, Linda. Das war ja jetzt etwas doof. Dann hoffen wir, dass ihr jetzt rein könnt. Hm? Kein Problem. Ja. Wir sind ja noch am Dorf, also wir sind noch nicht weggelaufen. Oh, ich bin da. Juhu, wer noch? Ich war am Essen machen, ne? Der Koop-Modus ist schon merkwürdig. Ja, aber in welchem Spiel haben wir nicht im Koop-Modus Probleme gehabt? Weil ich habe jetzt eben gerade gedacht, ich bin ja eben mit DirectX 12 reingegangen. Ich probiere es jetzt wieder, weil es hat ja eben auch geklappt. Jetzt, wo ich es jetzt versucht habe, hatte ich einen schwarzen Bildschirm und konnte nur meine Maus bewegen. Also es ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Also ich stelle es jetzt auch um auf 11 und dann wird wohl gut sein. So.
Ja, aber bei mir hat sich momentan noch nichts geändert. Ich habe immer noch Black Scream. Ich suche weiter. Ich denke, ja, da werden sie noch ein Patch bringen. Ja, das ist halt auch der Nachteil, wenn man Sachen halt frisch ausprobiert, dann sind die oft noch sehr buggy. Ja, spannend. Ich habe jetzt auch einen Black Screen. Also ich habe meine Maus noch, ansonsten sehe ich gar nichts. So geht es mir auch. Wusste ich, wo ich doch eben noch reingekommen bin. Oh, ich habe es geschafft. Ich bin überladen. Was kann ich denn bauen? Geh doch schon mal um, ob du denn irgendwo ein schönes Feld zum Bauen findest. Guru meint gerade, Nielka muss ihr Spiel neu starten. Das habe ich doch. Nee, du bist nur auf das Hauptmenü. Du müsstest normalerweise noch mal ganz komplett neu starten. So, okay. Starte ich halt noch mal ganz neu. Der Ärger. Ich hasse sowas. Wieso bist du hier drüben? Du hast doch gar nichts zu suchen. Okay, hier schreibt einer, man sollte das Spiel als Administrator ausführen. Ja, das ist wahrscheinlich, obwohl. Also ich starte jetzt mal neu. Kann ich nur um Stunden handeln? Ja, genau. Versucht mal wieder euer Glück mit Slot und so. Man muss sich ja beschäftigen. Genau. Ein Future Guru verfüttern und, ne, und so Sachen. Ja. Sag ich doch. Mal. Das Lot hat noch Cooldown, der Pran. Ja, hab's gemerkt. Nur Guru, Future, Engel und Pran gehen schon mal auf große Fahrt. Ach, Engel geht auch Piratisch, Mist, dann hätte ich mich zurückziehen sollen. Ach, was soll denn? So, vorhin sind wir zusammen untergegangen, ja? Ja, das hast du auch nur aus Solidarität gemacht, damit es nicht zu sehr auffällt, dass du uns hier die ganze Zeit beklaust. Er hat mir schon wieder die Grafik verstellt. Ich krieg die Krise. Ich verstehe das nicht. Dann versucht er jetzt mal erstmal das Spiel zu laden und die Grafik dann gleich einzustellen, wenn du im Spiel bist. Ja, das ist schlecht. Das ist es doch nicht. Hat ein Eis bekommen. Was? Bran hat ein Eis bekommen. Dankeschön. Nielka, dein Seitenverhältnis, stimmt das so? Ist das 4 zu 3? Das weiß ich nicht. Bei mir ist das nämlich 16 zu irgendwas. Und wenn du das erst verstellst, der Seitenverhältnis ist, dann kannst du auch die Auflösung anders einstellen. Warte. Das da ist es doch, ne? 16 zu 9, genau. Und dann kannst du auch entsprechend die. Ja, das sieht doch schon normaler aus, Oh, oder? ja, genau, 1920, 1080 habe ich auch. Ja, das meine ich doch. Genau, das Das war's, ja, konnte. aber da muss. Das habe ich Hast du nicht das jetzt mitgekriegt. gespeichert? Ja, theoretisch schon, aber das heißt nicht, dass er mir es nicht wieder rausschmeißt. Aber mit Geh noch mal 16. rein. Ja, jetzt stimmt es noch.
So, und hier habe ich. Quatsch. Wir haben Bran 12. zurückgelassen. Na, wie immer, sag ich mal. Wenn du mit mir auf Piraten. Ja. Sag nix. Mein Name ist Geld. Das nützt mir jetzt auch nicht. Uhu 2510 2510 hat gerade mit einem Witz gechillt. Nein, Engelswohn gibt mir ein Met auch aus. Dankeschön, Guru, für das Bitty und Future auch. Dankeschön. Futuremp 2000 hat gerade mit einem Witz gecheert. Ich weiß, dass das Zufall ist. Dankeschön für die Steinchen. Ich bin am Einloggen, bin gleich wieder drin. Und das sieht ganz anders das aus. Denn wirkt das auch auf die Augen nicht so komisch, die Grafik, hoffe ich doch. Ja, klar. Wenn die Grafik auf dem Bildschirm anders ist, als der Bildschirm Verhältnis hat, dann sieht das ganz komisch aus, ja. Ist ja die ganze Zeit, da stimmt irgendwas nicht. Ja, das sieht doch gleich ganz anders das aus. Ist das auch nicht so anstrengend? Ja. So, Kinos, ich bin wieder drin. Oh, ich versuch's mal mit Spiel beitreten. Jetzt haben wir die Sitzung nicht mehr. Jetzt hast du einen neuen Code. Ja. Ich hasse euch. Oh, na danke. Jetzt muss ich wieder auf einem. Ich hasse euch. Zumindest ins Hauptmenü zurück jetzt, ja. Ich hasse euch. Aber warum das jetzt. Da kann man ja nie ein Spiel laden. Das kann ja nicht sein, dass. Nee, anscheinend oder, nicht. Oder Twingo, hallo Twingo, grüß dich. Alter, da gehen wir nicht zurück, gehen wir nicht zurück ins Hauptmenü. Ah, ist schon zu spät. Ja, ich bin schon draußen. Geh mal nochmal ins Spiel rein. Man muss doch auch vom Spiel aus den lad das Spiel nochmal. Den Code auslesen können. Ja, man muss den Code doch auch vom Spiel auslesen. Weil sonst könnte man ja nie ein Spiel speichern und da weiterspielen. Wenn man jedes Mal da neu anfangen muss. Ja, aber anscheinend schon. Ja, das kriegen wir schon hin. Warte mal. Kopiert. Okay. Während der lädt. Ja, da ist doch jetzt der Code. Da kannst du noch jetzt kopieren. Ja, hab ich. Ich bin doch schon ein ganzes Stück weiter, wie du gesehen hast. Entschuldigung. Wieso ist denn ich jetzt ja nur, mein. Ich sehe nur, was im Stream ist. Jetzt aus irgendeinem Grund ist mein Discord aus. Also. Ja, heute ist der Wurm drin. Ja, es war gestern schon so verrückt. So, jetzt nochmal. Freitag als Montag getarnt. Einmal. Oh Gott, da haben wir doch einen Code. Ist der Wurm drin. Und noch dran. So, ja, jeder hat wieder seinen Code. Also Code, nicht Code. Ja. Ja, so. Und schon habe ich kein Black Screen mehr. Ich habe ein Ladebildschirm. Siehst du? Mann. Ja, das haben wir mit Absicht gemacht, Kinders. Nur so zum Lernen, damit ihr dann auch wisst, wenn ihr die Probleme habt, was ihr tun müsst. Haben wir ganz mit Absicht gemacht. Na. Geht ja nur darum, dass ihr was lernt, ne? Lalala. Oh Mann. Jetzt wissen zumindest uns alle, was sollen wir machen, wenn die Sitzung gecrasht war. Lalala. Genau. Gleich auf Zettelchen aufschreiben. Seht ihr, wie ich schon gesagt habe, Twingo Boy, übrigens, hallo Twingo Boy, hat schon gesagt, dass man den Code auch im Spiel auch lesen kann, den Code. Ja. Das muss auch gehen, irgendwie, das ist schon klar. Egal wie, wir sind jetzt. Jetzt müssen noch die Mädels angedoppelt kommen. Du hast nur die Escape-Taste drücken. Ich sehe es gerade. Was? Ja. Ja, ich weiß, das habe ich eben auch gesehen, aber nicht mehr auf dem Schirm gehabt, als ihr angefangen habt. Ja, der Code stimmt nicht mehr. So, Engelswohn ist gerade im Spiel beigetreten. Ja, ich habe jetzt gerade mein Fleisch gebraten. Während du nichts zu tun hast, braten, könntest du ja auch mal dein Fleisch braten, wenn du noch rohes Fleisch hast. Ich hab kein Fleisch. Hätte ich sonst schon längst. Das war ja nur ein Hinweis. Ja, ist gut. Okay.
Oh Gott, was hat das denn? Glocken? Es gibt Glocken im Spiel? Keine Ahnung. König ist Alexander der Große. Ah, da kommt schon mal die erste. Sehr schön. Ich mache in der Zeit schon mal ein paar Messer, kann ich notfalls schon mal ein bisschen Geld machen. Ich war so fleißig im Sammeln. Mir und Future klingelt die Glocken. So kann ich eigentlich gehen. Schneeball? Cool. Man kann Schneebälle machen. Ja. Ja. Der Bahn trägt die Rote. Hä? Ja. Um mich gegen die Elkas Nudelholz zu wehren. Ja, vergiss es. und ansonsten hat er noch eine orange Zuckerstange und ein Überraschungsei gekriegt, ne, dann. Wieso kann ich keine Speere machen? Nicht. Das ist. Bei dir die Holzstämme fehlen? Da ist er. Ja, ein ganzer Holzstamm brauche ich dafür. Soll ich dir einen schlagen? Aber yeah. Nicht runterstehen, dann wirst du eher schlagen. Ach ja, das haben die auch geändert, gell? An? Ja. Darf ich bei dir mal was testen? Ja. Ob es Friendly Play gibt, oder? Schaden? Ja, probier nochmal. So, der restliche Holzstämme sind deine. Danke. Ich will nur. Was ist los? Kannst du ihn verhauen? Ja, der verhaut mich gerade und ich kann nicht mehr laufen. Echt jetzt? Ich bin schon auch gut, jetzt aber gut. Man kann sich aber auch verteidigen, ne? Ja, das hat ja nichts gebracht. Was? Hat nichts gebracht? Okay. Wieso habe ich eigentlich keine Fackel mehr? Ich meine, ich habe doch das Feuer angemacht. Egal, die Mädels sind ja wieder da. Doch, da oben ist die Fackel. Die ist nur nicht mehr. Warte mal, ich glaube, ich habe ich nicht die? Nee, habe ich nicht. Ich habe die Fackel gemacht. Die Schaufel, nee, ich dachte, ich hätte die Schaufel eingesteckt. Dann hätte ich jetzt hier den Stumpf ausgraben können. Ist egal. Nee, Stümpfe ausgraben tut man nur, wenn es wirklich nötig ist, finde ich. Ja, weil sonst die Bäume nicht mehr nachwachsen. Und Bäume, die nicht nachwachsen. Und da, wo ich mal. Ja, hier ist es auch. Okay, aber da, wo ich mein Dorf bauen will, da will ich auch keine Dings haben. Doch, Bäume machen doch das Bild. Ja, aber im Dorf doch nicht. Ja, sicher doch. Doch, so wie hinten. Wie da hinten im Dorf stehen doch auch wilde Bäume. Das macht doch das Gesamtbild vom Dorf aus. Bäume werden nur endgültig zerstört, wenn man sie wirklich nicht mehr haben will oder sie stören. Ansonsten dürfen die nachwachsen. Außerdem sind das immer schnelle Holzlieferanten. Ja, ich habe bei mir in meinem Einzeldorf sind die ja genau, machen Schatten an heißen Tagen. Bitte was? Entschuldigung, ich muss auch hin und wieder nach dem Chat gucken. Hm? Ich habe nur gesagt, dass in meinem Dorf, was ich alleine gebaut habe, ich auch die Bäume drumherum habe stehen lassen, nur halt im Dorf selber nicht. Dorf. Und da ist man auch schon an den Bäumen. Aber es ist halt immer Ansichtssache, wie man es gerne hätte. Also hier oben, wo ich gerade bin, ist offensichtlich. Also das Wasser steht mir gerade bis Unterkante Oberlippe. Sagen wir ja keinem. Aber ich ertrinke nicht. So. Da ist eine flache, so ein Fußbadflüsschen noch. Schande. Hier hat es nur Birken. Ja, Birken sind schlecht
Birken sind nur zwei Holzlieferanten. Ich weiß. Deswegen sage ich ja, das sind nur Birken. Ansonsten ist das eine große Fläche, wobei wir haben noch nicht gesehen, ob es nicht schönere Wohnorte gibt. Aber ich weiß ja nicht. Gibt es mittlerweile nicht auch Baumfarmen, also wo man Bäume dann auch pflanzen kann, bis auf jetzt die Obstbäume? Nicht, dass ich wüsste. Was ich auch immer schön gefunden habe, waren also so ein paar Beeren aufzuheben und einzugrenzen, als wenn man die bewusst gepflanzt hat. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich doch in meinem Dorf auch immer gemacht. Hier hüppelt ein Häschen. Und ein Fuchs. Hey, du bist ja frech. Du bist ja frech. Guckt euch diesen Fuchs an. Ich treffe ihn nicht. Wieso kann ich den... Wieso treffe ich den nicht? Ich habe die ganze Zeit auf den zugestochert und der hat mich totgebissen. Oh. Die sind nicht mehr so lieb, wie sie früher mal waren. Ja, aber ich hätte doch treffen müssen. Eigentlich schon, ja. Also ich würde sagen, ich will respawnen. Entschuldigung. Hat das euch jetzt irgendwie beeinflusst? Nein. Gut. Und ich bin wieder in dem... In irgendeinem Haus im Dorf? Wahrscheinlich im Stadtdorf, ja. Im Stadthaus im Dorf, ja. Kann ich euch denn auf der Karte sehen? Lauter bunte. Im Norden. Ja, ich sehe lauter bunte Fähnchen. Dieser dusselige Fuchs. Ich freue mich gerade schon. Oh, ein Fuchs, ein schönes Fell für den nächsten Schal. Nö. Ja, danke, Future. Dummes Tier. Was? Tschüss. Gab's da nicht auch einen Autolauf? Nee. Doch. Aber ich weiß, welche Taste war Achso, das? Achso, doch. Für die Feststelltaste, ne, oder? Nee, ich weiß nicht. Einstellungen, Tastenbelegung. Ich weiß aber, dass es eine schnell, also Dauerlauf gab. Autorun Y. Die hatte ich, glaube ich, mal umgestellt, weil, ja. Ja, jetzt ist ja Y Chat, ne? Nee. Ich glaube, die haben das auch neu belegt. Also ich habe jetzt gerade Y gedrückt und ich bin am Rennen. Und okay. Tu nix. Weil bei, also mir bei, kommt mir ist, bei mir ist Sprinten und Autorun auf der linken Shift-Taste. Ja, dann hat er meine alte Umstellung. Aus irgendeinem Grund hatte ich das mal auf Y gelegt. Ich muss zweimal Y drücken und dann... Da ist wieder ein Hasi. Und da hinten ist ein Bär. Nee, kein Bär. Ein Elch. Ein Elch. Okay. Wollt ihr weit weg von dem Dorf oder recht in der da Nähe? Da schön ist. Ich persönlich habe nichts dagegen, auch ein Stück zu laufen wieder. Da sind ganz viele Elche, guckt. Wenn man hier nach Osten geht. Da ist ein angefangenes Haus. Habt ihr doch schon ja, was gebaut? Ja, das ist verfallen. So. Das ist alles verfallen. Da ist eine Ruine. Habe ich gerade schon untersucht. Gehen wir uns das auch mal angucken. Oh, total überwuchert. Da ist sogar ein Gärtchen. Da ist auch so halb eingefasst. Cool. Kann man hier was finden? Also, sie haben sich richtig Mühe gegeben hier. Ist leer. Sieht so geil aus. Im Gegensatz zu früher. Wie gesagt, ich meine, ich spiele das ja vom allerersten Tag. Ich habe hier im Prinzip so ziemlich jede Veränderung mitgekriegt. Und das ist Hammer, was die das verändert haben.
ist echt der Hammer. Kann man jetzt in den eigenen Häusern auch auf den Dachboden? Das wäre ja geil. Möglich? Das wäre ja geil. Wir sehen, wenn wir die ersten Häuser fertig haben. Ich fand das immer schade, dass man das nicht nutzen konnte. Was? Diamant? Ja, genau. Ein Diamant-Elch, ja. Das wär's doch. Ja, ich habe hier einen Elch, tatsächlich. Ich habe doch eben schon mal ein paar Mal gesagt, da stehen Elche. 2 Stück. Ja. Ein Pärchen habe ich gesehen, als ich die Häschen angeguckt habe. Da stehen Pilze. Schande. Ich versuche erstmal euch zu finden, aber ja. Ja gut, wir müssen ja später sowieso einen Brunnen bauen, weil die nicht mehr am Fluss dingsen wollen. Hier sind Hirsche. Hirsche. 4 Stück. Wer war nochmal unsere Jägerin? Engel? Engel? 5, 6 Hirsche stehen hier. Der Engel war Glutruhen, ne? Bleibt mal stehen. Kann man sich eigentlich hier jetzt auch gegenseitig was geben? Nee, offensichtlich nicht. Pass auf. Ich lasse dir mal was fallen und das darfst du dann aufheben. Das hat nämlich eben da auf dem den Karren, den du da gerade untersucht hast, den habe ich nämlich auch gerade untersucht und was gefunden. So, ablegen. Ein Böckchen mit, oder ja doch, ein Hirschbock mit ganz vielen Mädchen. Bitte schön. Voll nett. Hm? Ist doch nett, oder? Bitte schön. Boah, sieht ja scheiße aus. Ich will mal ausprobieren am Hirsch. Das sieht toll aus. Oder Milch, ja. Also hier hätten wir ein bisschen Wasser, aber ich glaube, das ist zu wenig. Ne? Hier kann man nicht fischen an dem Wasser. Das ist nur so kleiner. Das wird angezeigt, wenn du angeln kannst. Ja. Da wird so ein Fischspot angezeigt. Ah ja, aber wir wären hier noch nahe genug am Fluss. Ja, wie gesagt, der Fluss hat nicht generell Wasser, nur an den Fische, nur an den Spot. Ja, aber an einem Fluss findest du eher Spots als in so einem kleinen Bächlein. Ja, wenn das nur knöcheltiefes Wasser hat, ist die Wahrscheinlichkeit eben gering. Dafür haben wir hier ein bisschen Gebirge. Das sieht auch geil mehr aus, Stein. Guck mal. Ist das ein zufälliger Stein oder haben sie den extra dahingestellt? Sieht cool aus. Mhm. Da hinten sind nochmal Dingshäuser. Ja, Kinas, jetzt der Anfang ist natürlich, ne, wir müssen erstmal etwas finden, wo wir alle es schön finden. Ich richte mich da vollkommen nach euch, weil ich muss euch jetzt nämlich leider verlassen. Ah ja, es ist schon fast 12, ne? Du musst dein kleines Monsterle holen, ne? Genau, ich muss meinen kleinen Lucifer holen. Ich habe hier... Lucifer? Das... Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass ich den Namen auch verwende hätten dürfen. Ernsthaft? Ja. Den kann man verwenden. Dann hätte aber nicht als Erstname, oder? Doch, als Erstname. Das kann man doch seinem Kind nicht antun. Also ehrlich gesagt finde ich Lucifer besser als Pumuckl. Ja, ja, aber ist es beides, kannst du das dem Kind nicht antun. Nee, aber das guck mal hier in die Kiste rein, ob du da was holen kannst. Ja, dann schönen Tag noch. Mach's gut. Und ihr sagt mir dann, wo ihr seid nächste Woche, ne? Genau. Ja, das ergibt sich ja dann zwangsläufig. Okay, also ich bleib hier stehen. Soll ich euch die Axt geben? Für die Stunde noch? Wir haben doch jeder eine Axt. Ja, passt. Gut. Ja, der Anfang ist steinig. Ich bin schon wieder überladen. Du sammelst ja auch schon alles ohne Sinn und Verstand. Gar nicht wahr. Einen schönen
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auch den Chat noch einen schönen Tag. Ja, dir auch und ja. Ja, tschüssi. Ciao, ciao. Der Spitzname finde ich ja, sein Sohn Lucifer zu nennen, das ist ein Thema, aber als echten Namen, nee, das kann man nicht machen. Das kann man Lucifer nicht. hieß mein Kater mal. Bitte? Lucifer hieß mein Kater. Ja, sag Ja. ja, das ist ja eine Katze, das ist ja nochmal was anderes. Aber sie nennt ja ihren Jüngsten so. Aber das finde ich, wie gesagt, als Spitznamen finde ich es witzig, weil er halt entsprechend drauf ist. Aber Okay. als echten Namen, nee, das geht nicht. Wir sind Lehmgruben, Lehm. aber da ist es zu bergig, um da zu bauen. Pass auf, wo Lehm ist, sind in der Regel auch Wildschweine und da läuft schon das Ja. Erste. Ich bin da Da schon läuft schon weggerannt. eins. Ja. Weil die Wildschweine sind in der Regel da ein Links ist bisschen. auch eins, aufpassen, Jäger. Bitte? Links ist auch aus, hat uns schon gesehen. Zwei sind da. Oh nee, da legen wir uns nicht mit an, die sind böse. Das eine kommt angerannt. Kommen beide angerannt. Hahn, komm zu uns. Wir brauchen Warum? hier, ja, weil wir hier ein Problem haben. Erstens weiß ich nicht, wo ihr seid, und zweitens habe ich keine Waffe. Ein Messer, eine Axt, Ja, eine gilt Axt. alles. Ich habe früher nur mit Axt gejagt. Hä? Wie hast du das denn gemacht? Das ging gut. Solche Kommen wir doch gar Sachen, nicht an die die. so nah kommen, geht wunderbar. Wie geil, Kommen wir warte, doch ich gar habe nicht an, kommen wir Messer. doch gar nicht an die, kommen wir doch gar nicht an die Tiere ran. Doch, geht. Ja, also ich habe immer mit Speer gejagt, das war immer ganz gut. Vorsicht, das andere kommt. Ja, ich bin da. Also ich habe mehr als einmal mit der Axt, das gibt's doch nicht, mit der Axt gejagt. Hirsch habe ich schon mal so und Hirschkuh habe ich schon so. Wildschweine, Bären, das geht. Ich war doch, das haben die mich doch immer veräppelt, ne? Die mit der Axt jagt. So. Weil es halt gefunktioniert hat. Brauchst du nur die ganzen, muss halt nur so, ich weiß nicht, wie viele Streams mal durchgucken. Mir eine Jagdhütte freigeschaltet, sagst du? Okay. Ja, haben wir. Ich sehe es gerade bei Future. Habe ich nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich, weil ich da gerade am Respawnen war. Oh, hier ist auch eine Schaufel. Ich habe ja auch eine Schaufel entdeckt. Ich muss euch Hier sind erstmal irgendwie. wieder finden. Seid ihr bei dem Dorf? Ja, ich Ja, wir bin sind alle beide gestorben. gestorben. Ach, du bist auch gestorben? Ach Yep. so. Ja. Weißt du noch, wo unser Schwein war? Nein. Bist du jetzt rot oder welche Ich kann nicht mehr Farbe? laufen, ich bin zu schwer. Ich Ja, bin ich bin lila. auch schwer. Ach, Ja, warte mal. müsst was wegschmeißen. Nein, ich schmeiß nichts weg, aber vielleicht ist da jemand, der mir was abkauft. Das kannst du ja später wieder Da komme ich nicht aufsammeln. mal hin. Wo kommst du nicht hin? Ja, warte, wenn ich es geschafft habe, mich ein bisschen leer zu machen. Hallo, ihr könnt das doch einfach abschmeißen und später wieder aufheben, wenn ihr wieder mehr Nein. Platz habt. Also ich kann ja noch laufen. Bei ihr kann ich nichts verkaufen. Wie gesagt, ich kann ja laufen, ich bin nur ein bisschen langsamer. Das sind alles Kinder. Was die geile Mauern hier haben. Ja, wie gesagt, ich müsste halt mal jemanden finden, der mir was abkauft. Da sind Beutel. Beutel müsste ja Verkäufer sein, ne? Theoretisch. Du
Nein. Hail, friend. Wie steht's? Kannst du... Wo finde ich? Können wir... Nein. Ihr Mann und Ehefrau interessiert mich jetzt im Moment so überhaupt nicht. Da ist doch, die Kneipe. In der Kneipe kann man auch nichts verkaufen. Das habe ich eben auch schon versucht. Ich glaube, in Love kann man gar nichts verkaufen. Müsste aber. Komm mal her. Karten spielen? Kannst du nicht. Habe ich eben auch schon ausprobiert. Will ich ja nicht. Ich wundere mich nur. Ja, da kann man nichts verkaufen. Das habe ich eben auch schon ausprobiert. Warum das nicht geht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kannst du nur in den anderen Dörfern kaufen oder verkaufen. Hallo Trolli. Ja, ich habe schon festgestellt, dass mich eben ein Fuchs angeknatscht hat und ich war tot. Und ich dann so, hallo? Ich hätte übrigens ein hübsches kleines Tal von wo wir eventuell unser Dorf aufbauen könnten. Du bist jetzt Engelchen, oder? Ja. Hallo. Ja, und das... Ach, schon tut er. Ich brauche aber Nacht. Warum kann ich jetzt? Ja, doch mal. Hast du ein Messer? Ja. Ich hab's nicht anvisiert bekommen. Du hast so viele Symbole benutzt, das mag der Bot nicht. Du weißt doch, mein Chat wird über Spot reguliert. Und der ist da ganz ohne Dingsbums. Warum schießt du jetzt die ganzen armen Vögel? Weil ich Federn brauch. Achso. Und sie läuft vorbei und verscheucht, erlebt sie ja wohl nicht. Entschuldigung, war voller Absicht. Nein, nicht wirklich. Ich wollte eine Quest machen, aber von der Tafel Federn. Ja, wie gesagt, die kann ich nicht lesen. Die sind zu klein geschrieben. Ich habe aber eben ein bisschen Geld gefunden in einer der Kisten. Ich habe jetzt 93 Silber. Wow. Und wie geht's dir so, Trolli? Lang nicht mehr gesehen. Wo ist ein Pran? Wollen wir Richtung Pran gehen? Was? Zu Pran gehen? Ja, der wartet, glaube ich, irgendwie noch bei auf uns. Ich bin gerade woanders hingelaufen, aber... Ich bin jetzt die ganze Zeit im Engelchen hinterhergelaufen, damit ich nicht beide verliere. Mach mal bitte nicht so schnell. Kann ich ganz so schnell. Dir geht's soweit gut, ja. Bis auf den neuen Operationstermin, auf den ich voll die Böcke habe, geht's mir auch gut. Ja, mehr oder weniger. Letzten Zeiten spackt's wieder. Da haben sie frisch gesät. Ich mag diese Riesenfelder einfach nicht. Aber naja. Muss ja auch nicht. So. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal zu mir kommen. Wir sind noch unterwegs. Wir können nur nicht hexen. Nein, ich wollte es nur sagen. Ich wusste es noch nicht. Aber Engelchen tut immer noch ruckeln beim Schwätzen. Mm-hmm.
Das weiß ich nicht. Eigentlich hätte das schon Ende Oktober alles überstanden sein sollen. Aber mein Körper hat mal wieder Dinge getan, die er nicht hätte tun sollen. Und ja, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Naja, ein Teil hat ja funktioniert, aber das Wichtigere hat nicht funktioniert. Ich muss dann vorne am Wasser kurz stehen bleiben. Ich muss trinken. Oh, guck mal, was ein Riesenelch. Ob der Diamant ist? Ja. Bestimmt. Schnell einen Schluck trinken. Schlürf und einen Happen essen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe 25 Fleisch von dem Schwein eben. Aber eh nur noch 4 gebratenes. Müssen wir uns doch gleich ein Feuer machen, dann kannst du noch mal braten. Weil man muss ja schon einige essen, bis man satt ist. Ja, danke, Tronny. Es nervt langsam, den ganzen Sommer nur Arzt und Krankenhaus rennen. Das ist langsam anstrengend. Hallo. Hallo, meine Süße. Er entscheidet sich für die andere Richtung. Sie rennt auch hinterher. Mit dem Unterschied zur letzten Operation bin ich theoretisch nicht mehr ganz akut in Lebensgefahr, weil dafür funktioniert ja das Gerät. Aber besser fühle ich mich deswegen nicht unbedingt. Ja, wenn das mein Herz spacken tut, das war ja nichts Neues. Nur, dass es dann so gefährlich geworden ist, das wird einem gar nicht bewusst. Man ist ja gewöhnt, man kriegt keine Luft, jede Anstrengung ist zu viel, bla 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 und ne. Ja, dann würde ich sagen, dann schlafen wir erstmal, oder? Dass Ja, wir was genau. Schlafen wir sehen. erstmal und dann gucken wir uns das dann bei Tageslicht an. Ich habe noch ein bisschen Holz und mir fehlt noch was für ein neues Lagerfeuer. Was Holz? Holz Ja. haben, ich brauche ich nur Also Äste, Stöcker. ne? Ja, erste Stöcker. Genau. Zwei bräuchte Den ich noch. habe ich ja noch. Ja, warte mal. Stock da. Ablegen. X. Zwei hast du gesagt? Ja. Ich könnte auch ein Lagerfeuer machen. Ja, dann Bitte. machst du doch ein Lagerfeuer. Ich Dann habe bringen dir wir nicht gerade schon genug welche Asche. hingelegt. Ja, ich hab's gesehen, aber die sind im Dunkeln jetzt so schlecht zu finden. Keine Ausreden. Wir gehen auch Fleisch braten, genau. Also da habe ich weiß nicht, wie du es jetzt eingestellt hast. Ich habe es bei meinem einzelnen Spiel so eingestellt, dass man mit einmal Braten mal alles brät, weil wenn du dann irgendwann mal 30 Fleisch braten willst, dann oh. Ja, mei, das gehört dazu. Kann ich das gar nicht mehr ersparen. Aber jeden Stream hast du sicherlich recht, das ist das einfach realistischer. Englisch im Pen schon. Ja, Future, das musst du noch mal üben, oder? Hat immer noch so ein Cooldown. Immer wenn gerade jemand das gemacht hat, muss schon 2 Minuten Ach, warten. ich habe das gar nicht gesehen, dass Future das gerade gemacht hat. Ja. Bin zu doof. Hat eins freigeschaltet. Bitte? Hat eins freigeschaltet. Oh. Ja, Entschuldigung. Eckstadt ist freigeschaltet. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich krieg das gar nicht mit. Warum Ja, zeigt er mir das nicht? weil du gerade beschäftigt bist mit Braten.
Was? Das meinst du? Ja. Genau, das meinte ich. Ich dachte, so ein Hinhalten und dann hast du mit einmal kurz hinhalten 50 Stück gebrannt. Das hätte ich unrealistisch gefunden. Das ist okay. Das habe ich nicht mehr gesehen. Ja, das habe ich gar nicht realisiert. Viel weniger geklickt. Ich meinte auch das andere. Also für mich in meinem Privatspiel habe ich das so eingestellt. Das haben sie auch erst kurz. Anders. Aber so ist es auch leichter. Vom Release haben die das damals erst eingeführt, dass man das machen konnte. Vorher ging das gar nicht. Deswegen bin ich das wahrscheinlich gar nicht gewöhnt. Engels, was hast du schon gesagt? Im Einzelspieler spiele ich auch ganz anders. Ja, sowieso. So, wir gehen alle bis zum Sommerschlafen. Aha. Wo sind wir denn jetzt? In einem alten Lager. Hä? Wieso sind wir denn jetzt hier gelandet? Keine Ahnung. Oder Herbert! Was? Genau, die haben uns entführt. Wir waren wahrscheinlich so nah am Dorf, dass wir wieder am Dorf angefangen haben. Ich kann euch aber das Tal trotzdem zeigen. Ich weiß noch, wo es war. Die haben uns entführt, ja, ganz eindeutig. Also das Tal hat nicht furchtbar viel Baumbestand. Aber es ist halt ein bisschen geschützt, finde ich. Aber jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das schlauchartig. Ja, genau. Nee. Also rechts und links überall Hügel drüber, sodass man praktisch in einem kleinen Tal dann ist. Das heißt aber, dass du hast dann so ein schlauchförmiges Dorf, so. Eine Straße rechts und links. Nö, das war breit genug, dass du da auch Querstraßen anlegen kannst. Du kennst mein Dorf nicht. Ja, und sie rennen und rennen. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss... Was? Was Engel, auswerfen? Du musst mit der Bappel an deinem Mikro bleiben, sonst hören wir dich nicht. So, lass uns mal hier vom Weg abbiegen und mal hier querfeld eingehen. Da ist wieder die Hirsche. Das Hirschrudel. Ja. Willst du die jetzt jagen? Muss ich hier im Bogen gehen? Okay. Wenn ihr Hirsche jagen wollt, müsst ihr mir Bescheid sagen. Sonst wäre ich nicht durch das ganze Rudel gelaufen. Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich glaube, ich laufe mal im Bogen, weil die hat sich gerade in die Hocke gehockt. Ja. Eva, wenn ihr wollt, geht ran. Sie hat den Bogen. Sie rennt und rennt. Bleib stehen, ja genau, sag ich also auch immer. Mit dem Bogen hatte ich auch immer Schwierigkeiten zu jagen. Nee, ich war tatsächlich, wie gesagt, ja, lang her, aber ich war doch gar nicht so schlecht. Hast du auf den Bock geschossen? Ja. Ich jagte den mal zurück. Versuchst du mir zu sagen, er blutet aber. Also der fällt gleich um. Wir müssen nur dranbleiben. Notfalls mit dem Speer mal draufwerfen. Ja, ich habe ja Speere. Ich glaube, er ist verfallen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich bin dicht hinter ihm. Er blutet zwar noch, aber rennt noch, aber er ist noch nicht umgefallen. Das sind die Kühe. Erstmal sprinten hier. Oh, falls doch ein
Du sollst mit dem Babbel ans Mikro. Wir hören dich nicht. Hallo. Wir hören dich doch nicht. Der blutet aber ganz ordentlich. Ja, wahrscheinlich lange. So, jetzt muss ich auch wieder. Ja, das kann dauern, aber du kannst zumindest einer anständigen Blutspur hinterher rennen. Jetzt ist er gefallen. Speere kann man übrigens auch werfen, ne? Ja. Mikro ist keine Deko. Ja. Nee, wir hören dich dann wirklich nicht. Das ist, ja, wir wollen dich ja nicht ärgern, aber wir hören dich dann einfach nicht. Oder verstehen dich nicht, besser gesagt. Wir hören dann nur eine Stimme piepsen. Und wie viel Fleisch hat er gegeben? 15. Okay. Dann habe ich ja vom Schwein ja fast mehr gekriegt. Ein Bär und ein Wiesent bringen 80. Boah. Ja, Bär ist natürlich auch Top-Jagd, ne? Ja. Bären, da habe ich Erinnerungen. Genau. So, hier meinte ich, hier jetzt in diesem kleinen Tälchen. Das ist zu eng. Was willst du für ein Riesendorf bauen? Das ist ja, zu eng. Ja, du machst ja Grundstücke um die Häuser und du willst das ja auch schön machen. Du willst ja nicht einfach nur ein Haus neben dem anderen, aller moderne Reihenhaussiedlung und... Doch. Nee, nein! Wir wollen das schön bauen. Auch hier schön bauen, ja. War nein! Ja, wir wollen ja Grundstücke drumrum und Engelchen kennt meine Dörfer, oder? Alles, ob wir so ein flaches Land überhaupt hier finden, das wage ich mir. Wir haben doch Zeit, wir müssen ja nicht direkt was, ne? Ich habe ja auch nur das Erstbeste erstmal. Ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung, aber das ist definitiv zu schmal. Ja, ist ja gut. Also da hinten habe ich die Häuser eben gelootet, da geradeaus, also wo ich jetzt gucke. Ja, da ist auch ein rotes Rechteck eingezeichnet, da im Westen, aber da scheint kein Dorf zu sein. Ich weiß nicht, warum. Was bedeutet denn das Rote? Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht sind da Feinde. Genau. Hier sieht schon größer aus und große flach. Muss sich ausbreiten kann nach zwei Seiten von der Straße. Und es gibt Ahornbäume. Okay. Weil ich wäre ja grundsätzlich, wenn man hier bauen will, dann würde ich ja fast vorschlagen, dass wir dann da oben die ersten Nothäuser stellen, bis wir alles so weit freigeschaltet haben, dass wir die Dorfplanung anfangen können. Wisst ihr? Ich weiß nicht, das habt ihr bei mir doch bestimmt gesehen. Ich hatte immer so eine Ecke, da hatte ich die ersten Häuser stehen, die ersten Werkstätten stehen, die dann abgerissen wurden und dann umgezogen sind in die eigentliche Baugebiet, das bis man halt alles freigeschaltet hat, wisst ihr? Ja, aber warum machst du dafür extra Siedlung? Das kannst du doch in der Siedlung direkt dann schon mal machen. Nein, weil wir dann erstmal gucken müssen, wie wir was bauen. Ich weiß, wie man dann, wo man was hinbauen, wo man die Kneipe. Also ich finde so Sachen wie Kneipe und Lager und so sollte man schon freigeschaltet haben. Dann wird die Planung einfacher. Wo kommen welche Häuser hin? Ja, ich gehe dir ich versuche, im Engel aus der Füße zu gehen und ich hatte gerade das Gefühl, das Haus verfolgt mich. Engelchen, verstehe, was ich meine, ja. Wie gesagt, die kann man ja dann später, wir bauen ja jetzt eh nur Holzhäuser und später tun wir dann direkt richtig bauen. Ist ja nur für den Anfang. Bis wir dann die gröbsten Sachen von den Questen und alles gemacht haben. Und dann können wir genau gucken, wie, wo, was bauen und soll ich dir helfen, Jan? Warte mal noch, bevor ihr die ersten Häuser baut. Bild. Na, noch steht ja nur das Grundgeriss. Ich habe hier hinten nämlich, ich sehe hier nämlich ganz entfernt am Fluss, da unten sehe ich nämlich ein sehr flaches Land, das will ich mir gerade mal angucken noch. Ja, wenn ich jetzt gerade wüsste, wo du bist. Engelchen, warte mal kurz. Ich bin wieder... Ja.
Nur gucken, was er meint. Weil noch, solange ja nur das Grundgerüst steht, das ist ja schnell wieder abgedingst. Ich muss mir das erst selber angucken. Ich habe das nur von Weitem gesehen. Ach, das ist schon wieder zu nah einem anderen Dorf wahrscheinlich. Hier ist... Ja... Ein bisschen zwischen den zwei Dörfern, das ist... Nee, das Gebiet meinte ich aber eigentlich auch gar nicht. Ich muss mal weiter nach Norden. Das sind wieder Hirsche. Irgendwie ist sieht meine Kartenorientierung gerade ziemlich mies. du bist gerade auf dem Weg voll in zum großen Dorf. Das ist ein riesengroßes Kästchen. Ja, das ist aber kein Dorf. Da will ich aber jetzt trotzdem mal gucken, was das ist. Okay, ich glaube, Pan ist gleich tot. Ja, aber was? Wir müssen einen Brunnen bauen. Die Dörfler, die wir anwerben, die wollen unbedingt einen Brunnen haben. Ja, ich weiß. Ich sag das doch Future. Hallo, ich habe einen Chat noch zu versorgen. Entschuldigung. Die weigern sich aus dem Bach zu trinken, weil denen das nicht mehr gut genug ist. Und dann, wenn wir dann später, wenn wir das Lager, also die Scheune, das und die, was habe ich gesagt, die Scheune und die Kneipe und Brunnen und alles freigeschaltet haben, dann können wir mit der ersten, mit dem Dorf mit oder so anfangen, weißt du? Weil ich finde, so Kneipe zum späteren Marktplatz zum Beispiel kann man gut gehört gut zusammen. Und das muss man ja vom Platz her ja auch schon am Anfang planen. Sonst bauen wir ja 20 Mal um. Wo ist er denn da? Okay, das rote hier, das rote Gebiet hier, ja. Das ist ein verlassenes Dorf. Nicht so laut. Und als Engel ist schon wieder nicht zu hören. Ja, ich habe mir was von zu laut gehört. Ab uns ein Mikro gesprochen. Ja, dann liegt es irgendwie an der Verbindung oder an deinem Mikro, weil... Ich versuche das nächste Mal über Kopfhörer. Ja, definitiv, weil das ist schwierig. Jetzt hören wir dich wieder. Was wolltest du sagen? Ja, Glückwunsch an Miau. 20.000 Schätze hat sie verdient, wow. Weil sie sich getraut hat, den Slot mit 1.000 Münzen, Schätze zu probieren. 20.000 hat sie gewonnen. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, er schmeißt die ganzen Leute über Bord und dann gewinnt sie auch noch im Slot. Sie macht komische Sachen heute, ne? Guru, bitte keine Spoiler. Und bodengefiltertes Brunnenwasser mit entengrützigen Teichwasseransprüche haben die. Ja, so ist das halt. So ist das halt. Also, Kinders. Ja, dann baut da oben euer Dorf, weil hier ist es zwar voll flach, hier könnte man, ist auch genug Platz, aber hier stehen halt kaputte Häuser überall. Ja, die man wahrscheinlich nicht abreißen können. Weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Hammer. Moment. Dann gehe ich mal Engelchen helfen, das erste Haus bauen. Im ersten. Ist ja sowieso jeder sein eigenes. Ja, jetzt am Anfang. Haben wir ja. Nee, da gehen ja nur 3 Leute rein, vergiss es. Dann helfe ich dir mal Bäume schlagen. Ich bin eigentlich schon überlastet, aber ich kann sie schon mal schlagen helfen. Dass du nur die Dinge aufhebst. Ja, ich auch. Ich suche gerade Steine. Warum Steine? Das Fundament. Große Steine. Echt? Birk ist blockiert, ja. Warte mal, Steine also habe ich welche. Wie kann ich das bauen? Ach, geht doch weg. Wie mache ich die noch mal rein? Jetzt. So, bitteschön. Danke.
Ich sag doch, wenn ich nichts hab, ich. Ein paar Sachen hab ich doch. Na hopp, hol. Dann schleppe ich mir das erste Holz an. Kaputte Nachbarhäuser bringen Charme hier oder so. Ja, das Problem, was ich gerade festgestellt habe, das konntet ihr jetzt alle nicht sehen. In diesem roten Gebiet kann man nichts machen. Also es ist gesperrt, ich kann da keine Bäume fällen, kann gar nichts. Also von daher ist das leider als Siedlungsgebiet ungeeignet. Schade. Das wäre nämlich eine gute. Ist schön flach gewesen, viele Bäume. So, hier ist schon mal ein fertiger Baum. Und groß genug für ein Riesendorf, wie je älter es möchte. Also Platz wäre ich noch gewesen. So, ich bin gleich bei euch. Was brauchen wir denn noch? Steine? Hauptsächlich Holz. Wirklich für jeden ein Haus? Oder reichen vielleicht zwei Häuser dann für vier zwei, würde ich sagen, für den Anfang. Bis wir das Gröbste durchgeschaltet haben. Ja, Boden ist gerade freigeschaltet. Was? Brunnen ist gerade freigeschaltet worden. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Der Brunnen ist gerade freigeschaltet worden. Danke. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Ja, das erste Haus sind wir schon. Bring Ried mit. Jede Menge Ried. Wenn du ankommst. Das brauchen wir fürs Dach. Hm? Meinst du mich? Ja. Konnte ich doch bei nicht. Mir ist meine Skizze vom Dach übelst verschoben. Was? Oh, ich hab so Probleme, euch zu verstehen. Also wir brauchen Stroh. Jede Menge Stroh. Ich habe keins mehr, aber Holzstämme haben wir auch schon dran. Schon. Ich kann das Holzball nicht mehr schleppen. Hab nichts mehr. Was ich einen Haufen Stöcke gesammelt habe. Ich musste keine Stöcke sammeln für alles, was ich mit Stöcken bauen wollte. So. Holzstämme brauchen wir noch und jede Menge Stroh. Ich werde leichter gucken, weil ich kann schon schneller laufen. Wie wär? Der Boden verseucht? Naja, ich weiß nicht. Nee. Nichts Boden verseucht. Wir sind ja immerhin im Mittelalter, ne? So. Ich schlepp schon wieder. Was machst du hier? Er baut Weidenkörbe. Und dann sagt er zu mir, ich bin... Ja. Kein Kommentar. Was wolltest du sagen? Nix. So. Ich muss irgendwo Zeug loswerden. Ja, das kriegen wir doch gleich im Haus rein.
Lol. Da kann man echt Zeug reinstopfen, gehe ich kaputt. Ah. Der Ton vom Spiel fehlt schon eine ganze Weile, warum auch immer. Beziehungsweise ist wahrscheinlich einfach nur extrem leise geworden, warum auch immer. Aber schön. Ich dachte nur, es hat anscheinend niemand gestört. Brauchen wir noch Holz? Nee, Stämme? hauptsächlich Stroh. Hört man immer noch nicht viel, oder? Doch, also ich höre jetzt was. Laufen mal nach Norden, gucken mal, ob da, Am Wasser halt. ob ja. Norden ist wahrscheinlich am kürzesten zum Wasser. Und dann, was hat man noch mal in den Brunnen gefunden? Unser Gebäude. Untergewinnung. Gewinnung. Ja, Untergewinnung. Dass wir auch Wasser haben. So. Oh. Was? Brauche ich noch drei Holzstämme? So, hier ist jedenfalls kein Ried, hier ist nur Ufer. Ach, Schande, meine Axt ist kaputt. Weil Loot gibt es hier eine ganze Menge, glaube ich. Ah, hier kann man fischen, das sind Enten. Aber weit und breit kein Tierschwein. So, einmal. Noch einen Baumstamm. Wir müssen ja dann sowieso beim Bauen gucken, wie die Gärten, die Raster verlaufen, dass man doch gescheit anbauen kann. Weil sonst sieht das wieder so bescheuert aus. Ich fürchte nämlich, dass die das mit den Rastern immer noch drin haben. Wie ich das gehasst habe. Nee. Baumstämme. Fandest du das nicht so fürchterlich schlimm? Doch. Wenn man nie so bauen konnte, wie man will, dass es schön wird. Richtig schön. Da hast du ein Haus gebaut und dann hat der Garten immer kreuz und quer entfernt gestanden, weil wegen einem blöden Rasp. Echt jetzt? Bei mir nie. Naja, gut, Echt vielleicht habe ich Glück jetzt? gehabt. Ja. Und jedenfalls habe ich es nicht so empfunden, sagen wir es mal so. Darf ich jetzt aufstehen? Ach, der hat mich nur umgeschmissen. Ich dachte schon, ich wäre tot. Ich dachte schon, ich wäre tot. Schande. Die Felder kann man immer noch nicht drehen. Ich hab's befürchtet. Ja, Also das muss wird man wohl auch. erst mit dem Feld da Wege anlegen, damit man weiß, wie man bauen kann. Ja, den Trick kenne ich ja noch. Es gibt Sachen, die vergisst man nicht. Nach 1000 Stunden. Nee, das hat mich so gestört immer. Jetzt brauchen wir nochmal Ah, Stroh okay. für den Brunnen. Ja, ich habe was. Hier am Rand des Dorfes, ich bin hier schon wieder am Rand des Dorfes, da kann man zumindest das Stroh sammeln. Ja, wir brauchen für den Brunnen, fürs Haus, damit wir Naja, ich schlafen bring, können. bring mit, ich bring mit, was ich finden kann. Weil wenn wir das Haus fertig haben, wir sind ja im Moment nur zu dritt, dann können wir alle drei schlafen. Ich muss trinken vor allen Dingen.
Ja, das. Aber das kann ich ja dann, wenn. Ja, ich muss trinken. Aber wie gesagt, wärst du bald mehr. Ja, da muss ich halt jetzt erstmal kommen und Ja, nee, mach mal. Da haben wir sogar einmal. Ich glaube, nee, einmal nicht, auch nicht. Brunnen fertig. Du hast schon fertig? Oh, gut. Brauchen wir da jetzt irgendwas? Schwierig, ah, jetzt. Kann ich nur trinken, wenn ich einen Eimer benutze, oder? Nee, ich habe Nein. getrunken. Ich habe getrunken, ja. Ich sehe es gerade. Einmal kurz drücken und länger drücken war das, ne? Ja. Ich habe gerade getrunken. Ich muss aufpassen, dass ich beim Strohsammeln nicht immer trinke. Ja, es war mal ein kleines Stück daneben gedingst hat. So, dann komme ich mal zu euch wieder zurück. Ach, ich, naja. Bin schon wieder so überladen, dass ich nicht mehr laufen kann. Scheiße, ich muss was weg. Brauche ich 3 Stunden? Ah, ja. Also ich mache Holzstamm und so Zeug mal kurz in den Korb, wie auch immer der da reinpasst. Wollen wir nicht wissen, meine ganzen Stücke mache ich mal hier rein. Das geht nicht. 40 Stücke drin, so. Das geht so nicht. Okay, jetzt läuft er wieder. Wieso kann ich da keinen Ton rüber machen? Oder ist das Ding schon voll? Das ist schon voll. Vergiss es. Voll. Ja. Hab's doch gerade gemerkt. 14,9515, ja. Da war ja was. Kiste. Bitte? Im Haus ist doch noch eine Kiste. Ja, wenn's Haus fertig ist. Das ist fertig. Sagt sie kein Wort. Na, Hey, soll ich das Trinken und Wasser eben tatsächlich vergessen? na, na. Ich mache mir noch zwei Ersatzmesser in die Kiste. Schon erste Deko-Sachen, die ich gefunden habe, schmeiße ich rein. Können wir ja später brauchen. Du wolltest doch Federn für deine Pfeile, nehme ich an, ne? Ja, ich habe auch Federn. Ich habe die jetzt gerade in die Kiste reinge. Aber die ist jetzt schon weg. Bitte? Eine Quest wollte ich das. Aber die ist schon weg. Ja, aber für deine Fe deine Pfeile zu bauen, du brauchst doch bestimmt auch Federn. Ja. Ich habe dir mal welche reingetan. Ich brauche die jetzt nicht. Wieder kann man am Anfang auch gut verkaufen. Das würde mich wundern. Das haben die doch geändert gehabt. Haben Sie? Ja, Stroh und Beeren und das Zeug, was wir, also wie ich noch ein Boppelchen, also mein allerersten Spielstand, da war das Zeug richtig was wert. Das haben die ja alles weggemacht, weil die Leute nur rumgerannt sind für Beeren zu sammeln oder Reed, um damit Geld zu machen. Das war nicht im Sinn des Erfinders. Ich habe ja vor kurzem noch gespielt, vor 3 Wochen, ja, vielleicht ist es jetzt noch 3 Monate her, 3 Wochen her. Da habe ich mit meinem Einzelspiel immer noch ganz viel Geld mit den Federn gemacht. Wenn das Jagdhaus Federn produziert, macht das das so nebenher. Kannst du immer zwischendurch mal ein paar Federn Ja. verkaufen.
Ja gut, Federn musst du ja bewusst irgendwie nicht wie Bären oder so. Wir haben immerhin schon Werkzeuge und so immer gemacht zum Verkaufen, wenn wir mal schnell Geld gebraucht haben. Bist du schon auf dem Rückweg? Ah, Engelchen hat an, das hatte ich auch gerade im Kopf gehabt, an die Kaninchenfalle gedacht. Also was zu trinken haben wir schon am Haus und Fleischversorgung und jetzt musst du nur noch kommen, dass wir schlafen können. Ja. Ja, du? Ich bin schon im Bett. Ich war Kein der Erste, der Kom sich hingelegt hat. kein Kommentar. Ja, muss man ein bisschen gucken. Nein, alles gut. So, ich habe noch ein bisschen, ich tue mal noch ein bisschen was zu essen in Instincts. Als jemand ein bisschen Met möchte. Stroh, 56 Stroh habe ich. Achso, was muss denn noch gebaut werden? Noch gar nichts mehr, ne? Doch ein zweites Haus, weil wenn der Dresser wieder da ist, haben wir, glaube ich, nicht mehr genug Betten. Da müsste dann noch Man irgendwo stellt es irgendwo auf. Gebäude, Häuser. Muss schon einen Bauplatz finden, da zum Beispiel. Bitteschön. Steine habe ich jetzt, glaube ich, keine mehr. Ich brauche erstmal Holz. Einen Holzstamm habe ich gesagt, habe ich in den Korb geschmissen, ne? Dann kann ich auch die Stöcke wieder rausmachen. Die brauche ich ja dann gleich wieder. Dann 7 Holzstämme brauchen wir jetzt fürs Grundgerüst. Unser Holzfäller hat ja schon Feierabend. Ich bringe schon mal 4. Ich gleich 2. Aber mehr Holz brauchen wir eh noch mehr. Da brauchen wir noch. So langsam muss man anfangen, schon zu laufen für Holz, nicht sowas. Schrecklich. Die ersten Holzstücke waren so schön nah. Ne, Future will auf Kapern fahren. Der hofft Ja, ich jetzt. komme mit. Wird doch sein, er braucht doch bestimmt einen Helfer. Könnt ihr mir mal helfen? Wegen? Hey, schon gut. Nichts passiert. Ach, da hinten sind nur 2 Wölfe. Der Hilfe! Miau geht mit, Kuro geht mit, Engel geht mit, Bran geht mit. Jüi. Das sind heute aber lauter große Kabanfahrten. Danke fürs Helfen. Ups. Holt schon mal den Nudelholz mit.
Interesse hat sich auch angeschlossen. Schwermutig. Ihr seid alle nach Hause gekommen, ja. Also mein Klingelbeutel freut sich. Klingel, Klingel. Autsch. Futurem 2000 hat gerade mit einem Bits gecheert. Dankeschön für eure Bits, Future und Guru. Und Miau, dankeschön. Guru 25102510 hat gerade mit einem Bits gecheert. Dankeschön. Modisein hat gerade mit einem Bits gecheert. Der Baum hat mich wieder umgehauen. Ja, danke, danke, danke. Kann man ja das Boot wieder reparieren mit den Steinchen. Ich muss mal kurz AFK, Postbote ist da. Ist mein Ding schon wieder kaputt? Ich habe schon 3 Äxte zerschlissen, Kinders. Krass, oder? Für das bisschen, was wir bis jetzt gebaut haben. Kekse, dankeschön. Lecker da. Kekse, ja. Baby. Ja, auch oder so. So. Da fehlt jetzt noch ein Holz und dann. Hast du? Da keucht aber jemand. Bin's nicht. Gut. Dann haben wir 2 Schlafhäuser und die Wasserversorgung sichergestellt. Oh, und ein Häschen ist in die Falle. Na guck. Wir könnten auch ein Materiallager schon bauen. Was? Ein Materiallager oder eine Jagdhütte könnten wir bauen. Also Lager würde ich erst machen, wenn wir die Kneipe hinstellen können. Also gegebenenfalls. Was? Weil ich muss erst gucken, wo wir da bauen können. Das Materiallager ist doch unerlässlich, wenn du NPCs arbeiten lassen willst. So weit sind wir doch noch gar nicht. Nein, aber die Kneipe ist doch sehr viel später erst. Irgendwie verstehe ich dich nicht im Moment. Lass mich doch erst mal gucken. Egal. Lass mich mal kurz gucken. Gut. Die Kneipe, wo ist sie denn? Das ist ein Lager. Geh weg. Materiallager, so. Das ist das, was du jetzt gesagt hast. Nahrungsmittellager kommt hier erst später. Landwirtschaft haben wir noch nicht gemacht. Ja gut, da kann man Notfallsfelder anlegen, wieder abreißen. Dann geht das ganz schnell. Geht doch weg. Jagdhütte und Fischerhütte. Ja, Fischerhütte haben wir hier oben nicht.
Mielka? Du solltest was essen. Oh, ja, danke. Mach ich gleich. Marktstand, Bauhütte? Wo ist denn die Kneipe? Ich suche. Schenke. Such was? Ganz hinten bei Produktionstechnik, Schenke. Gewinnung, Jagd, Produktion. Werkstatt? Nee, da gibt's ja noch vorher eine. Die Küche meinst du, vielleicht? Möglich. Das hatten die ja geändert. Nee, da gab's doch noch. Nee, die haben das geändert, ne? Ich weiß, das neue Dorf habe ich eine Küche gehabt, ja. Ja, ich habe in meiner auch eine Küche gehabt, aber ich habe noch mal eine Küche. Da ist noch mal. Eine Küche haben wir 8,525 am Schande. Weil die, ich dachte eigentlich, die Kneipe sollte ja mit zur Dorfmitte eigentlich. Ist doch, welche Mittelalter, Kneipe und so, das gehört doch irgendwie zusammen. Kneipe, ja, Marktstadt, Marktplatz. Doch, kann man, wenn man weiß, wie man das planen können, sollen, müssten. Wir wissen ja, dass es die Gebäude gibt. Ich weiß nur nicht mehr, wie groß die sind. Das Spiel ist aber nicht so ausgelegt, dass du das so von vornherein planen kannst. Doch. Haben wir hingekriegt, gell, Leute? Wir haben das hingekriegt. Früher mal. Ja, soll ich mal ein Feld irgendwo anlegen, damit wir ein bisschen an Landwirtschaft kommen und Nahrungs... Ja, wie gesagt, für Landwirtschaft, wenn mir das für die Küche freizuschalten, kann ich ja einfach Felder anlegen, bauen und wieder abreißen, wieder anlegen, bauen, abreißen, krische Punkte. Ach, okay. Ja. Beten. Bitte? Würden wir auch mal wieder melden. Ich würde jetzt rausgehen, es ist 13 Uhr. Ja. Wir würden dann jetzt gleich losmachen. Ja, da war auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Ich schätze, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir uns eingespielt haben. Ja, das ging aber schon ganz gut, oder nicht? Ja. Man kann doch irgendwie winken. Frag mich nicht. Emotes weiß ich auch nicht mehr. Doch, über das Mausrad. Mausrad geht bei mir nur näher, die Kamera näher oder weiter. Also wenn ich Mausrad habe, dann habe ich... Ja, hast recht. Nein, Mausrad war was anderes. Da gehe ich schon nur näher oder weiter. Ich habe jetzt leider keine Hacke. Ich kann dir nicht helfen, warte mal. Nee, ich dachte eigentlich, ich hätte die Hacke auch aufgenommen, aber die habe ich gar nicht. Egal, die braucht nur Stöcke und einen Holzstamm. Das sollte ja wohl nicht das Problem sein. Nee. Können wir dann nächstes Mal machen. Ihr Lieben. Ja, dann. So. Ich verabschiede mich dann. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, geplant wäre es dann nächsten Freitag. Ja. Bis dorthin. Bis in Green. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Ja, wollen wir das, soll ich das Feld gerade noch anlegen, dass ich nochmal, und dann machen wir dann, also wir müssen jetzt nicht Punkt auf die Minute Schluss machen. Ja, dann machen wir erstmal Hacke, oder? Mhm. Dann hau ich mal eine Dings um, dann haben wir zwei Holz, jeder braucht ja ein Holz. Wie gesagt, das darf dann ausnahmsweise größer sein, weil wir wollen ja nur Punkte generieren und dann schmeißen wir es ja wieder weg. So, warte. Ich mach gleich die Hacken. Noch eine Hacke. So, warte. Wie geht das? So. Und wo sind die Hacken? Hacken. Da. Eine Hacke rausschmeißen. Bitteschön. Und bitteschön. Die andere. Mein Speer ist anscheinend auch nicht mehr auf seinem Platz. Dann mache ich das jetzt rein. Eine Hacke.
Ja, er wollte den nicht aufnehmen. Wo ist jetzt das Feld? Hier direkt vor mir. Hä? Ist das so ein kleines? Ja, ich hab erstmal nur, das war keine Absicht, das so klein zu lassen. Wie macht man das noch? Ich habe das schon gemacht. Wie reißt man das noch mal ab? Ja. Über den Hammer. Über das Baumenü des Hammers. Ah ja, genau. Warte. Und da kannst du Reparatur oder Zerstören einsetzen. Genau. Genau. Genau, und dann, Gut. ja. Können wir das nächste Mal mal ein paar Felder machen beim Ja, und dann kann Abreißen. man die ja, wie gesagt, wieder wegmachen, bis man dann schöne Gärten mit dabei. Oh, es war so schön, immer die Dörfer. Wenn du ja die Streams nicht gucken willst, im Steam gibt es auch Bilder. Wenn du mal gucken willst, dass du so eine grobe Idee hast, wie ich gebaut habe, ob dir das gefällt, ich hoffe. Einfach mal die Bilder angucken. Es sind von mehreren Dörfern diverse Bilder. Steam oder? Bei Steam, ja. Da habe ich ganz viele Media Dynasty-Bilder. Okay. Das sind vom Ja. ersten Dorf und vom zweiten Dorf Bilder. Und ich habe immer Grundstücke um die Häuser gehabt und habe die dann dekoriert und kleine Gärten. Und also gerade beim zweiten Dorf hatten wir immer nur kleine Gärten zu den einzelnen Häusern, haben uns geschafft, damit zu versorgen, statt die Riesenfelder. Und Diese Bilder habe ich auch nie gehabt. Ja. ja, ich finde die furchtbar. Aber ja. Aber dafür sind sie auch effektiv, ne? Das ist schon klar. Ja, aber wie gesagt, man kriegt es auch anders das hin, wenn man das möchte. So, wie gesagt, ich trinke mir noch schnell was. Warte mal, ich lege jetzt hier mal noch mal etwas größere Felder an. Versuche die dann mal abzureißen wieder. Hier müssen wir ja erst, warte, ich komme helfen. Ja, das kriege ich schon hin. Ich habe ja eine Hacke jetzt. Aber Ich habe kannst hier natürlich gerne helfen, wenn du möchtest. extra zwei gemacht. Ja. Weil jedes Feld, das man anlegt, gibt ja Punkte. Früher habe ich halt so schnell die. Sicher, jetzt haben wir schon Nahrungsmittellager. Jetzt brauchen wir Ausbildung haben wir noch. schon. Jetzt brauchen wir noch die Küche. Das ist eine effektive Art, schnell Lebensmittel Dingsbums zu machen. So, und Ja. jetzt darf ich abreißen, genau. Boah. Diese dämlichen Mücken weg. Einschlafen, sonst fällt es weg. Aber so geht's halt am schnellsten. Ja. Weil bis wir jetzt auf jede Ernte und alles warten, dann werden wir ja. Das ist halt der Vorteil, dass man schon Erfahrung mit anderen Spielständen hat. Ja. Alles Ich klar. habe einen Schluck getrunken, Future. Ja, danke. Okay. Gut, Ja, dann würde ich sagen, machen wir. unser Minidorf steht, hm? Ja, ist das schon mal was. Zwei Häuser, ein Brunnen. Das Wichtigste steht schon mal. Ja, Wir haben absolut. Fleischversorgung, wir haben Wasser und wir haben Schlafplatz. Ja. Gut. Kinders, dann speichern wir das noch. Oh, das ist eine gute Idee. Wie nennen wir das denn? Multi-Stream. Und die vier. Was? Wie und die vier? Multi vier, weil wir vier Leute sind. Multi-Stream 4, na dann krieg ich auch noch eine 4. Okay. Dann
haben wir das auf jeden Fall gespeichert. Ja, Kinas, wir sind für heute schon wieder durch. Und schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, die technischen Anfangsschwierigkeiten ertragen habt. Ja. Und ja, das mit vier Mann, die noch nie zusammen gespielt haben teilweise, bis wir uns jetzt alles immer unter einen Hut gekriegt haben. Das wird eine Weile dauern. Aber egal. Wir morgen, wisst ihr ja, haben wir gesagt, machen wir Palia, damit ihr eure Tops abholen könnt. Ansonsten, ja, das ist ja normale Zeit, 9 Uhr. Und bis dorthin, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao. Ja, von mir auch vielen Dank, dass ihr da wart. Und Nielke hat schon alles Richtige gesagt, auch von wegen Koordinationsschwierigkeiten, das ist aber immer normal. Schönes Wochenende und schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.